als dieser Finn Bartels. Zeitkarte an der Ostsee. Finn Bartels an seinem Lieblingsort in der Nähe von Kiel. Natürlich im Norden. 18 Jahre Profifußball, sein halbes Leben lang. Und er war immer oben, oben im Norden. Hier ist er zu Hause. Meine Eltern haben hier ihr Ferienhaus, meine Oma wohnt auch nebenan. Und so war man eigentlich so viel Zeit hier und hat einfach nur schöne Erinnerungen. Und es ist immer wieder schön, hier zu sein, das Wetter zu genießen, das Meer vor der Tür, den Strand. Ja, ist für mich ein perfekter Ort. Wann immer es geht, kommt er hierher. Heidkarte, Heimat, Hochzeit. 2013 hat er hier am Ostseestrand Jessica geheiratet. Trainingszentrum Holstein Kiel. Dienstag, 16. Mai. Die Woche des letzten Heimspiels seiner Karriere. Gegen St. Pauli. Hier fing alles an, hier hört alles auf. In drei Tagen ist alles vorbei. Letztes Heimspiel, auch für mich mit dem Hintergrund oder mit der Zeit, die ich dann auch dort verbracht habe. Ich freue mich einfach drauf. Natürlich werde ich alles geben, immer Vollgas. Gerade in so einem geilen Spiel nochmal auf dem Freitagabend. Ja, ein, zwei Interviews mehr, glaube ich. Das ist schon auffällig. Und Finn Bartels sofort wieder hellwach, wittert seine Chance und holt sie sich. Klasse, wie er da zugepackt hat. Finn, wenn der Youngster im Team der beste Mann ist auf dem Platz, was stimmt da nicht in der Mannschaft? Ja, das will ich nicht sagen, dass ich unbedingt der beste Mann war. Ich finde, wir haben zweite Halbzeit auf jeden Fall auch noch mal ordentlich Druck gemacht und alles versucht. Ich habe es am Anfang, glaube ich, auch nicht immer so professionell bewerkstelligt, wie man es vielleicht hätte machen sollen. Weil ich eben noch ein paar Flausen im Kopf hatte, Kumpels, die gerne mal um die Häuser gezogen sind, was man halt in dem Alter normalerweise vielleicht macht. Und das hat mich aber auch irgendwo wieder diese Lockerheit bewahren lassen, diese Freude. Ich wollte Fußball spielen, wollte aber auch mit meinen Kumpels was machen, mit meinen Freunden. Und dadurch hatte ich jetzt nie mit 18 schon diesen Rucksack auf den Schultern jetzt, boah, du musst jetzt Wochenende und du musst das, sondern eine gewisse Lockerheit hat mir eigentlich immer weitergeholfen. Wenn es dann zur Sache ging, im Training oder im Spiel, war eigentlich immer voll da und sehr, sehr ehrgeizig. Manchmal auch ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich glaube, dass das oder auch etwas ist, was man braucht und was er total als Persönlichkeit auch hat. Aber neben dem Platz gab es auch immer, ja, glaube ich, genug Freiräume bei ihm, bei uns allen damals in der Zeit. Im Endeffekt hatten wir viermal die Woche Training und da bleibt ja auch Platz für noch eine ganze Menge Aktivitäten drumherum. Es fiel mir schon ein bisschen schwerer auf dem Gymnasium. Kleine Wiederholung eingeschlossen, dann habe ich gesehen, so 13 Jahre am Stück jetzt durchziehen, das wird schwer, irgendwie traue ich mir das nicht zu, mittlere Reife hatte ich in der Tasche und so bin ich dann mehr oder weniger auch dann überhaupt erst zu der Gelegenheit gekommen, hier dann auch bei den Profis mitzumachen. Da war man auf jeden Fall stolz und hat man sich einfach auch total für ihn gefreut. Das ist eben jemand, den man gut kennt und ein total bodenständiger, sympathischer Junge gewesen, damals schon bis heute.
der schon mit 20 den Abstieg von Holstein Kiel in die Oberliga verkraften muss. Es war schon echt ein hartes Stück. Ich meine, das Ganze hat vorher schon ein bisschen seinen Lauf genommen. Aber da hat man natürlich wieder, oder ich zumindest, mein familiäres Umfeld, was einfach immer für mich da war und was mich dann ja, schnell wieder auf andere Gedanken bringen können. Hallo Finn. Hi. Hey, lass dich. Zwischen zwei Trainingseinheiten der nächste Medientermin. Interview mit dem Kicker. Ja, schön, dass es geklappt hat zum Abschiedsinterview. Ja, gerne, gerne. Über ein paar Jahre Profifußball zu reden. Ja, das stimmt. Ein paar sind zusammengekommen zusammen. Nach dem Abstieg mit Kiel der Abschied aus Kiel. Das erste Mal weg von zu Hause. Ich war Hansa-Trainer und habe ihn dann in Kiel mehrmals beobachtet. Ja, er hat eine spezielle Art, Fußball zu spielen. Er macht relativ wenig Fehler für einen Stürmer. Sehr, sehr ballsicher, dribbelstark, laufstark. Also ist ein unheimlich guter Mannschaftsspieler. Und insofern konnte ich mir das gut vorstellen. Mit dem Interesse von Frank Pagelsdorf dann und Hansa Rostock war es für mich eigentlich klar, wow, das ist deine Chance. Und dann musste ich das auch machen. Ja, ja. Schon mal so groß in der Zeitung gewesen? Bisher noch nicht. So groß nicht. Schon groß, aber so nicht. Großes Foto, große Leistung, große Worte. Ja, der hat heute eine Weltklasseleistung gezeigt. Das war richtig klasse, war immer Bewegung, war immer gefährlich. Und ja, war für uns logischerweise der entscheidende Mann. Dann spielt Hansa Doppelkopf mit Karlsruhe. Erst Kern, dann Bartels und den Rest macht der Kieler Jung wie ein abgezockter Bundesliga-Profi. Vielleicht doch irgendwie Weltklasse, oder? Gut, ja, Weltklasse, das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber es war ein Spiel von uns insgesamt. Wie immer sehr bescheiden. Sie haben ja schon im Interview gesehen, dass er sehr zurückhaltend ist und das ist er eigentlich auch immer geblieben. Eigentlich war das auch, wenn man so im Nachhinein sagen kann, auch seine Stärken. Ne? Rostock, aber auch die Zeit der Rückschläge. Finn Bartels steigt innerhalb von 3 Jahren 2-mal ab. Jetzt ist es aus. Jetzt ist alles aus. Der FC Hansa Rostock spielt in der kommenden Saison in der 3. Liga. Oh je, oh je, oh je. Natürlich ist man selbstkritisch, weil ich habe letztendlich auch dazu beigetragen, weil ich dann ja auch relativ viel gespielt habe, dass wir es nicht geschafft haben. Und dann muss man immer, glaube ich, erstmal bei sich anfangen und sagen, was hast du da verzapft? Zurück in Kiel. Mittwoch. Nur noch 2 Tage bis zum letzten Heimspiel. Ich glaube, das ist auch in den Wochen davor immer so, dass je näher es zum Spiel geht, desto nervöser oder ja, positiv nervös wird man denn. Aber ganz klar ist es am Freitag kein Spiel wie jedes andere, sondern das letzte Heimspiel und gegen St. Pauli auch noch. Von daher geht die Pumpe da vielleicht ein bisschen mehr als gewöhnlich. St. Pauli, das Millerntor. Nach dem Wechsel von Rostock seine nächste norddeutsche Station. Ein Wechsel, der bei Hansa-Fans Wut und zum Teil auch Hass ausgelöst hat. Eine schwierige Zeit für Finn Bartels. Ist natürlich im Nachhinein betrachtet auch vollkommen verständlich, dass die Fans dann sauer sind, wenn man zum Rivalen geht. Noch dazu sind wir dann in dem Moment auch oder im kurzen Moment später abgestiegen. Was natürlich auch nicht dazu beiträgt, dass man ja, im Guten auseinandergeht. Das passt alles. Sehr gut. So richtig wahrgenommen in der Kabine hat man ihn nicht. Also auf dem grünen Rechteck draußen hat er die meisten auch schwindelig gespielt. Und da ist er dann auch explodiert, aber auch nicht mit großen Worten, sondern eher mit Taten. Und deswegen, wenn mir das keiner gesagt hätte, dass Finn Bartels neu ist, dann hätte ich ihn wahrscheinlich die ersten Momente gar nicht gesehen. Ich fand das immer angenehm, weil das so meiner Art auch entsprochen hat. Also gerade so erstmal viel gucken und Lauscher aufsperren und nicht gleich den großen Zampano machen. Und deswegen hat er auch ein großes Standing in der Mannschaft gehabt und war so beliebt. Zu Beginn gab es dann so eine kleine Quizrunde, wo wir halt Fragen echt speziell zu St. Pauli, zum Viertel, zum Verein beantworten mussten. Typische Frage immer, wie lange ist die Reeperbahn? Wer natürlich die Antwort dann nicht wusste oder musste halt einen kleinen Shot trinken. Und dann ging es weiter im Kiez mit einem kleinen Bauchladen. Durch die Kneipen, durch
Bars, verschiedene, und so hatte man auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick, was auf einen zukommt. Da bietet sich der Kiez natürlich an, um die eine oder andere Sauerei auch zu machen. Deswegen war es gut, wenn man sich vorher schon ein bisschen auskannte, und dann ging es dann wirklich durchs Viertel. Sein Spitzname Two-Face kommt ja nicht von umsonst, sondern das war, als wenn sein Zwillingsbruder auf einmal da war. Also dann hat er auch die Runde unterhalten und war der Stimmungsmacher, und das... auch das hat natürlich einige Sympathien in ihn eingebracht, dass er auch noch eine komplett andere Seite hatte. Freiburg an einem heißen Sommertag im August 2010. Der erste Spieltag, der erste Einsatz für den FC St. Pauli. Was für ein Einstand. War ein Saisonstart nach Maß als Aufsteiger, auswärts gleich 3 Punkte einzufahren. Ja, das Ding, das ich machen musste, den musste ich, glaube ich, nur noch über die Linie schieben. Und dann war das die Entscheidung. Aber war natürlich auch, wenn du im ersten Spiel reinkommst, ein Tor machst, ist das natürlich auch ein guter Einstand und macht es dir vielleicht ein bisschen leichter, dann gleich da Fuß zu fassen. Zu Hause bei Bartels, 15 Kilometer vom Trainingsplatz entfernt, lebt er mit den 3 Kindern und seiner Frau. Ich weiß, dass er angespannt ist, aber er zeigt das eigentlich immer nicht so richtig. Und woran erkennst du das? Ja, man kennt sich ja schon ein paar Jahre, dann weiß ich das. Er ist heute manchmal ein bisschen gereizt an der einen oder anderen Stelle. Daher weiß man das, finde ich, ein bisschen. Aber so richtig darüber sprechen tust du nicht. Das ist bestimmt für eine Tasten. Ja, weil es gibt ja nur 5 Sinne und da sind 7 Sachen. Ja, ist das, kannst du die schlecht voneinander trennen? Wenn du was im Mund steckst? Ja. Das wird das Tor sein. Das ist das Tor. Das ist das nicht. Ja, sehr gut. Das ist aber ein großes Tor, aber es sieht gut aus. Damit man noch ein paar Tore schießt. Ein Tor ist in echt noch größer. Ja, in echt, ja. Hat Mila noch einen grünen Stift? Hast du einen? Wir beide waren echt blutjung, als wir das erste Kind gekriegt haben. Trotzdem war es ein Wunschkind mit Lina. Als Familie ist das irgendwie was ganz anderes. Da erlebst du die Dinge gemeinsam. Ich bin immer noch so ein kleines Spielkind und freue mich dann, wenn ich mit Autos spielen kann oder mit Puppen, ja, vielleicht nicht so, aber andere Dinge mit den Mädels machen kann. Und deswegen ist es einfach schön und würde mir was fehlen, wenn ich jetzt nicht die 3 tollen Kinder hätte. Papi, muss ich das Netz machen? Wofür ist das denn? Nee, du musst das Netz nicht machen. Er ist halt ein mega lieber, hilfsbereiter Typ, der es allen recht machen will, ständig. Ja, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel. Es gibt wenig. Er ist durchweg lieb, tatsächlich. Zu gut. Wenn ich hier an einem Sonntag bei schönem Wetter auf der Terrasse sitze und ab und zu ein bisschen kicke oder ein Spiel spiele, dann bin ich happy. Ich brauche manchmal gar nicht so viel. Gesundheit, Glück und einfach zusammen Dinge erleben, füreinander da zu sein, das ist ja für mich schon ausschlaggebend. Die erste Saison bei St. Pauli, der nächste Abstieg. Zurück in die 2. Liga. Ich erinnere mich auch noch an die Folgesaison, wo Timo Schulz, denn unser Co-Trainer damals, eine Brandrede noch mal gehalten hat und dann auch Finn persönlich angesprochen hat und sagte, Finn, wie kann das sein? 4-mal abgestiegen, Mann mit deiner Qualität. Und dann, wie es halt Finns Art ist, guckt er ihn an und so, tja, irgendwas ist ja immer. So, und das war dann sein Kommentar dazu. Der FC St. Pauli verliert einen seiner wichtigsten Spieler. Finn Bartels wechselt im Sommer zu Werder Bremen. Der 26 Jahre alte Stürmer erhält einen 3-Jahres-Vertrag in Bremen. Die Enttäuschung bei St. Pauli ist groß. Sportdirektor Assusi sagte, der Club habe große Anstrengungen unternommen, Bartels langfristig zu halten. Der Offensivspieler erklärte, der Wechsel falle ihm schwer. Letztendlich war Werder immer noch dieser große Verein. Champions League hat man da im Kopf, Europapokalabende und einfach auch Spielerlegenden. Und als dieser Anruf kam, war irgendwie, da musste man sich ja damit beschäftigen. Und es war eine Riesenehre, dass das Interesse da war. Fotoshooting heute Mittag. Finn Bartels mittendrin, aber ungern ganz im Vordergrund. Werder und Bartels, das passt.
Er ist angekommen in seinem neuen Team. 27 Jahre alt, norddeutsch, trocken, torgefährlich. Als Familie sind wir da einfach so heimisch geworden. Das war dann nachher die zweite Heimat, weil ja auch letztendlich die Kinder da groß geworden sind. Und auf dem Platz lief es meiste Zeit dann auch wirklich sehr, sehr gut. Man kann in vielen Dingen, glaube ich, Spaß mit ihm haben, außerhalb des Platzes, privat. Das fängt dann an, wenn du mit ihm im Garten sitzt. Ist egal, er ist ja für jeden Spaß zu haben. Kleine Spielchen, ob da ein Ball dabei ist, ob das ein Kartenspiel ist. Also wir haben uns dann auch mit den Familien öfter getroffen. Die Kinder hatten Kontakt. Das macht das natürlich immer ein bisschen einfacher, auch ein bisschen in Verbindung zu kommen. Und somit haben wir auch außerhalb des Platzes das ein oder andere Mal dann unsere Zeit verbracht. Fritz verlängert zu Bartels, vorbei an Ginter, schneller als Sokrates und treffsicher. Was für ein Auf- und Antritt von Finn Bartels. Einer der schnellsten Spieler der Bundesliga läuft Dortmund davon, 1:1. Finny hat ja auch davon gelebt, dass er sich einfach wohlfühlen muss. Also das bedeutet nicht, dass da um die Ecke irgendjemand kommen muss und ihm ein Ernährungsplan vorlegen muss. Also das wäre, glaube ich, bei ihm nicht gut verlaufen. Also er ist ein Typ, der ja, vielleicht mal seine kleine Tüte Haribo braucht, um gut zu spielen. Also er muss sich für sich selber wohlfühlen, einen guten Ablauf haben. Das hat ihn, glaube ich, ja, ausgemacht und auch stark gemacht. Die Musik ist aber auch sehr dramatisch dazu. Eigentlich wollte ich ja noch weiterspielen. Ich habe immer versucht, aber irgendwie bin ich immer nach vorne gefallen oder nach vorne gegangen mit dem Bein. Da hat man dann irgendwann gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht. Dann waren sie auch ein bisschen hektischer, Arzt, Physio. Ja. Dann mit der Gewissheit kam halt dieser, ja, aber eher emotionale Schmerz dann, dass da das durch sein muss. So, ne? Dann bin ich aber trotzdem mit der Mannschaft mit dem Bus nach Hause, weil ich hatte danach dann wirklich kaum Schmerzen. Bin dann noch McDrive selber, weil Automatik rechts ging ja noch. Hab mir noch ein Mac-Menü geholt und dann auf die Couch und am nächsten Tag dann erst ins Krankenhaus zur Operation. Nach einer gefühlten Ewigkeit das Comeback, nach 454 Tagen Pause. Ich hatte immer irgendwie so vor Augen, ja, du kommst wieder zurück, auf jeden Fall. Dann eher so diese Folgeverletzungen, weil es ja dann, ich weiß nicht, 4, 5 Muskelverletzungen danach gab. Jedes Mal, wenn du wieder das Gefühl hattest, boah, jetzt bist du wieder dran, jetzt bist du wieder so weit. Knallt's links, knallt's rechts. Und da mache ich halt auch dann manchmal viel mit mir selbst aus. Kriege ich jetzt, wenn ich das sehe, auch wieder Gänsehaut. War ein unfassbarer Abend, unfassbar emotional. Dass ich so wieder empfangen wurde nach der ganzen Leidenszeit, fantastisch war das. Zurück bei Familie Bartels. Jetzt ist auch Lina zu Hause, die älteste Tochter. Finn bereitet einen Abendtermin vor, die Vorstandssitzung seines Fördervereins. Einmal im Monat treffen wir uns ja, ne? Achso, ich dachte einmal jetzt, eine Woche. Nee, einmal im Monat. So, wir schnacken öfter. Wie war denn Babysitten? Gut. Hat sie auf dich gehört? Ja, nur Oscar war der, der hat nicht so gut gehört. Ach, hast du auf beide aufgepasst? Ja. Ach, du denkst ein. Aber hast trotzdem hingekriegt. Ja. Sehr gut. Der Kindergarten ist total abgebrannt. Total ausgebrannt. Förde Lütten. 2021 mit Freunden gegründet, mit dem Ziel, Kindern in Not zu helfen. Jeder weiß, das ist nichts. Es fehlt an ganz vielen. Wann hat das gebrannt? Weil jetzt sind ja auch bald Ferien, da ist ja die Kita vielleicht zu. Vielleicht macht das dann Sinn, auch dann was zu machen. Manchmal muss man. Also jetzt nicht den anrufen und sagen, wir machen das, sondern auf jeden Fall mal sagen, so genau. Mit Eike oder mit Mike Kontakt aufnehmen, sag mal, könnt ihr euch sowas vorstellen gemeinsam? Ja. Wichtig ist der Kontakt jetzt mal und besprechen und lassen wir da was machen würden und dann geht die Planung weiter.
Ich habe selbst drei Kinder, drei gesunde Kinder, hatte selbst eine wohlbehütete Kindheit, in denen viele Dinge möglich waren. Und deswegen ist uns allen das so wichtig, weil es uns allen eigentlich gut geht. Und das ist halt nicht bei jeder Familie der Fall oder nicht bei jedem Kind aus verschiedensten Gründen der Fall. Und da wollen wir einfach helfen, unterstützen oder auch Dinge ermöglichen, die sonst vielleicht nicht möglich wären. Sei es Erlebnisse schaffen oder auch mal in konkreten Fällen Dinge zu besorgen und die dann im Alltag helfen können. Und das ist das Ziel, dass wir das hier in Kiel und der Umgebung wirklich hinkriegen. Finn spielt eine ganz große Rolle im Verein. Erstmal ist er der Ideengeber, der nämlich den ersten Schritt gemacht hat und gesagt hat, ich möchte gern sowas machen oder wir möchten gern sowas machen, hatte diese Idee. Und natürlich ist Finn unser Zugpferd, weil ihn jeder kennt. So, das ist ein Riesenvorteil unseres Fördervereins, den andere Fördervereine so vielleicht nicht haben, auch wenn er das selber manchmal gar nicht so möchte. Aber jeder kennt ihn und das hilft uns natürlich schon, auch gerade in der Öffentlichkeit, dass man uns auch als Verein wahrnimmt. Ja. Ein Glücksgriff, Finn Bartels zurück an die Förde zu holen. Ein Kieler Jung, der seit diesem Sommer nach 13 Jahren Bundesliga wieder da ist. Das ist ja auch logisch gewesen, dass wir uns dann irgendwann mit Finn beschäftigt haben als Kieler Urgestein, als klar war bzw. sich angedeutet hat, dass das vielleicht bei Werder auch nicht weitergehen könnte. Irgendwann saß ich in Österreich im Urlaub mit einem alten Mannschaftskollegen, mit Jeroen Gondorf, der damals in Bremen mit ihm zusammengespielt hat. Und da kam auch auf Finn zu sprechen und da dachte ich, oh, das ist eigentlich eine gute Idee, den schreibe ich jetzt direkt mal an. Also Finn, so, jetzt letztes Jahr abgesagt und diesen Sommer muss aber klappen, Kiel wartet und wie wär's? Wobei am Ende, wenn man so drüber spricht, war es auch nicht von allen Seiten hier, glaube ich, so, dass sie das alle so hundertprozentig überzeugt waren. Und aus meiner Sicht auch teils ein bisschen verständlich, weil natürlich die Verletzungshistorie, mein Alter. Tor des Monats Dezember. Finn Bartels, Holstein Kiel. Wenn ich daran zurückdenke als Kind, da war doch immer dieses Tor des Monats, das Highlight da, die geilen Tore zu sehen. Dann bist du auf einmal selbst noch einmal dabei, gerade auch so spät dann plötzlich. Doch, das war schon eine riesen Ehre und Freude für mich, muss ich sagen. Freitag, Spieltag, der 19. Mai, der Tag des Abschieds von seinen Fans. Noch eine Stunde und 45 Minuten bis zum Anpfiff. Bevor es losgeht, verabschiedet der Verein insgesamt 11 Spieler. Hat jetzt die große, die Mega-Sensation auf dem Fuß. Finn Bartels gegen Neuer und er macht es! Das gibt es nicht! Das kann nicht wahr sein! Kiel haut die Bayern raus! Kiel haut die Bayern raus und verdientermaßen! Das ist unglaublich! Pures Glücksgefühl. Ich weiß bis heute noch nicht, ob ich überhaupt an was gedacht habe, weil ich gar nicht wusste, wo soll ich jetzt hinschießen. Das habe ich dann irgendwie intuitiv gemacht. Das passte zum Abend, dass der dann reingegangen ist, dass wir insgesamt als Team einfach so über uns hinausgewachsen sind. Und der einzige Wehmutstropfen war natürlich, dass das Stadion leer war. Sonst wäre da, glaube ich, ist noch viel mehr zur Sache gegangen. Das Winterwunder von Kiel. Für eine Nacht ist alles andere vergessen. Ich finde es jetzt niemand, der sich vor jede Kamera wirft und da jetzt seine Statements unbedingt immer abgeben muss. Manchmal muss man ihn, glaube ich, eher vor eine Kamera dann auch ziehen. Aber in dem Moment war es unvermeidlich, weil er einfach in dem Spiel natürlich eine tragende Rolle für uns eingenommen hat. Und ist jetzt trotzdem nichts, was ihn in irgendeiner Form verändert. Finn ist Finn und macht sein Ding. Von der zweiten in die erste Bundesliga. Der Traum Ole Werners und seiner Mannschaft erst zum Greifen nah. Man of the Match gestern Abend, wieder einmal Finn Bartels. Die Corona-Saison mit Quarantänen, Spielausfällen und Terminchaos. Am Ende scheitert Finn Bartels mit Holstein Kiel in der Relegation. Aus der Traum von der ersten Liga. Wir sind einfach alle nur in Urlaub, wollten einfach nur irgendwie weg. So habe ich das in Erinnerung.
Und da kannst du am besten abschalten, wenn die Familie da ist, wenn du Urlaub machst, wenn du ja, einfach andere Gedanken im Kopf hast. Und so war es bei mir zumindest, dass ich froh war, dann ja, nach Hause zu kommen, um dann ja, dich ein bisschen trösten zu lassen.18:27 Uhr im Kieler Holsteinstadion. Finn Bartels kommt zum letzten Mal aus dem Spielertunnel. Mit ihm zum ersten Mal seine drei Kinder, Lina, Mila und Mika. Jahre Fußballprofi, immer oben im Norden. Dieser Lebensabschnitt ist nun vorbei. The last time we were together. Lately it feels like forever. To dry my eyes, give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna mess. So give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. So viele Emotionen, da ist man mit ein paar Tagen Abstand wirklich dann auch erstmal leer. Aber es war einfach so ein schöner Abend, ein schöner Tag. Das erste war, glaube ich, bei der Verabschiedung, wo ich dann gesehen habe, dass da so viele Freunde, Familie da ist mit Plakaten, wo das erste Mal ein bisschen hart war für mich. Dann natürlich, als ich ausgewechselt wurde, als die Jungs mich nochmal hochleben lassen haben, bei den Fans oben. Es waren so, so viele Momente irgendwie, die einen gepackt haben. Und deswegen ja, kann ich mich nur bedanken. Es war einfach für mich ein fantastischer Abend. A new day comes to me. Diese selbstbestimmten Wochenenden mal genießen, mal zu sagen, von Freitag bis Sonntag kannst du auch in 6 Wochen schon was planen und nicht immer von Tag zu Tag und auch je nach Ergebnis dann manchmal. Und deswegen bin ich einfach froh. Jetzt in den Herbstferien haben wir schon Urlaub gebucht. Das war auch 18 Jahre nicht möglich. Von daher kommen schon ein paar schöne Sachen auch auf einen zu. Aber ich glaube, irgendwann wird man den Fußball doch auch dann ein Stück weit vermissen.